Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Genau, beim letzten Mal haben wir ja, wie ihr sehen könnt, alle Level zu 100% abgeschlossen und würden jetzt theoretisch beim Boss sein. Aber ich würde sagen, wir machen vorher noch hier diese ganzen Sachen. Und als ich vorher mal hier rumgeflogen bin, habe ich schon gesehen, man kann hier wieder Sachen suchen. Versteckte Level, Münzen, sonst irgendwas. Versteckte Level, okay. Genau, Straße der Schätze sind das. Und ich würde mal ganz kurz hier rumfliegen und eben gucken, ob ich davon so ein paar Sachen noch finde. Man weiß ja nie. Kann ich mir da was vorstellen? Nee. Ja, hier war was. Ich würde sagen, dass wir die jetzt eben alle mal kurz vor dem Boss durchmachen oder vielleicht überhaupt mal alle. Das ist sehr schwer sogar. Weiß nicht, ob ich das... Das hier sieht so aus, als könnte man hier suchen. Nein? Also komm, das sieht doch fast so aus. Okay, ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, beziehungsweise die ganz vorne haben wir schon. Wir haben schon das gemacht und das. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes das hier, was wir gerade gefunden haben. Und zwar ein Normalschatz. Und zwar süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Oh, wir spielen ganz normal den Standard-Kirby. Süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Ach du meine Güte, was soll ich denn... Es scheint normal zu sein, dass ich Gegner nicht einsaugen kann in dem Level. Trotzdem ein bisschen seltsam, okay. Okay, Kirby ist also nicht fähig, Gegner einzusaugen in solchen Zwischenleveln. 7 Sekunden schneller. Ja, aber das wäre machbar gewesen. Safe. Ich habe vorher schon ein paar probiert. Die sind unglaublich schwer, das auf dieser vorgegebenen Zeit zu machen. Okay, perfekt. Als nächstes kommt dann der Schwertschatz. Schwinge die Klinge, Schwertprüfung. Und das ist blöd, weil ich die ganze Zeit Level spiele. Ich musste ja selber alle gliedern nachher in den Kapiteln vom Video. Oh. Und nur ein Standardgegner, ne? Ja. Oder hätte ich jetzt vielleicht schon mal das Schwert stärken können? Haben wir überhaupt schon eine Schwertschrift? Ich habe keine Ahnung. Ah, die sind down. Okay. Sprung! 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 Duck. Und bam. Ah, da hätte ich jetzt eine Roundhouse-Attacke machen müssen, dieses... Oh. Also viel dazu. Ich hatte erwartet, dass die jetzt beide sterben. Auch noch ein Boss, kein Problem. Kann die Power nicht ablegen, sehr schön. Komm, von hinten, zack, zack, zack. Wieso? Okay, aber down. Ja, aber das ist safe. Ich sag's euch, wir sind so eine Sekunde oder so nachher zu langsam. Ja, 10 Sekunden, dachte ich mir. Ja, sowas. Okay, sehr schön. Dann direkt das nächste. Perfekt. So, das wäre dann das hier, der Tornado-Schatz. Ich glaube, das könnte einfach werden, weil mit dem Tornado konnte ich zumindest in den Leveln immer ganz gut umgehen. Wie das jetzt ist, ich habe keine Ahnung. Einfach Vollgas durch, hätte ich... Oh. Nein!
Hallo? Ja, blöd. Komm schon. Ja, das fand ich jetzt okay. Da musste ich mich mega konzentrieren gerade, sorry. Ja, wie sollst du denn da noch 8 Sekunden raus? Also... Wenn ich zu lange für die brauche, dann lasse ich das jemand anderen für mich machen. Ja, da frage ich jemanden freundlich, ob er mir da helfen kann. Weil ich krieg das nicht hin. Werfen, wirbeln, weiter. Triff die Schalter. Straße der Schätze, ja. Also wenn ich zu sehr Probleme mit sowas hab, dann... Nee. Dann seht ihr 50 Jahre kein Video mehr und ich will das alles vor dem Endboss halt haben. Falscher Knopf, no! Perfekt. Ja. Hier rein einmal. Wir klappen, ja. Ja, zeitlich wird das sowieso nix. Vor allen Dingen, weil er, wenn ich springe, nicht springt. Ich verstehe das nicht. Was hält denn... Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Was hält denn das Spiel an dem Punkt auf? Dass ich hier nicht springen kann? Was ist denn das? Perfekt. Hier noch kurz die zwei. Die sind auch. Schön, dass der hier einfach nicht trifft. Hier ist nur noch einer. Ja. Ach, und dann muss ich auch noch nach dahin. Ja, kein Problem. Ja, also zeitlich, keine Ahnung. Also das Problem ist, es lag jetzt am Fliegen, weil ich drücke A und er springt nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich eine Verzögerung von der Capture Card habe oder so, aber wenn ich A drücke, verlange ich zu springen und nicht runterzufallen. Also, so ist so das Minimum, was ich erwarte. So, dann der Treppenschau, Treppe. Treppe stelle ich mir schwierig vor. Aber mal gucken. Die Zeit ist uns ja egal. Zack. Teleportieren. Meine Güte, was soll ich denn hier machen? Warum? Ich weiß nicht. Ja, fall halt um. Ich hab keine Ahnung, wie ich diese Treppe benutze. Ich stell die jetzt trotzdem hier ab. Ich verstehe. Hier muss ganz woanders hin. Das ist ja unmenschlich. Wenn ich es in der Zeit nicht hinkriege, ist es... Also wir haben ja oben auch nur 2 Minuten gegeben. Aber das ist... das hier ist jetzt sehr, sehr unmenschlich, muss ich sagen. Also das ist für mich kein Challenge mehr. Das ist Rätseln. Und Rätseln passt halt nicht zu einer Challenge auf Zeit, so finde ich. Also das war jetzt schon, das fand ich richtig doof. Also muss ich sagen, da haben mir bisher, auch wenn ich die anderen sehr schwer finde teilweise, ja, vergesst es. Und wenn ich auf B drücke, soll das Ding auch um. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das ist eine super Voraussetzung. Saug doch! Würde ich sagen. Also der Raum ist bisher der schlechteste von allen. Ich dachte ja, das kann mit der Treppe vielleicht ganz cool werden, so, weil es die Treppe ist. Als ob er mir Schaden machen kann. Was ist das denn?
Also ich kann Gegner einfach überlaufen, aber wenn ich einen Knochen berühre, kriege ich Schaden. Also okay, da, also da, nee. Nee, 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 nee. Will hier gar nicht hoch. Wo fehlt denn noch? Wo? Wo fehlt noch was? Wo? Ja, ganz am Anfang! Vergesst es. Also wenn ich den jetzt nicht schaffe, weil mir die Zeit ausgeht, ich mach den nicht mehr. Das ist bisher der dümmste. Und wenn jetzt nochmal so ein Rätselraum kommt, gut. Aber das ist bisher der dümmste Raum von allen. Das hat nichts mehr mit einer nicen Challenge auf Zeit zu tun. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, bin eine halbe Stunde zu spät. Ja, warum wohl? Ich will mich da gar nicht so sehr reinsteigern. Es tut mir leid. Ich hoffe, der Boss dauert auch nicht zu lange. Keine Lust, den auf die nächste Folge zu verschieben. Ja, bring Licht in die Dunkelheit. Ah, Feuer. Mit Feuer kann ich umgehen. Feuer ist easy. Sagt ihr, und jetzt schafft das wegen der Zeit nicht, weil er irgendwelche Rätsel lösen muss. Ah, ne, da sind die Lampen wieder. Oh mein Gott, was bin ich denn? Ja, klar. Nice! Okay. Okay, ist doch gut, Mann. Abschnitt verlassen. Was ist das denn? Ich drücke nicht mal B Angriff, ich drücke A zum Fliegen. Also, wenn ihr B drückt, macht ihr... Wenn ihr fliegt und B drückt, dann kommt dieser Dash, den er die ganze Zeit macht. Waren das alle sehr schön, wir machen den Boss. Wenn ich B drücke in der Luft, macht er diesen Dash. Aber ich habe nicht B gedrückt. Keine Ahnung, was er für komische Steuerungen. Vielleicht liegt es an den Joy-Cons, die irgendwelche Signale ausgeben, weil sie kaputt sind. Weil die Joy-Cons die schlechtesten Controller sind. Also es ist der Wahnsinn. Was die für einen Drift bekommen teilweise. Drücke B. Drücke B. Jetzt habe ich das in der Luft gemacht, weil das erschien mir am sinnvollsten. So, weiter geht's. Mann, ich will nicht zu sehr demotiviert sein, weil sonst kann ich keine Videos mehr aufnehmen und ich muss ganz dringend Videos aufnehmen. Ja, was ist das? Ich fliege doch nach oben! Ja, das frisst nur unnötig Zeit, darum zu fliegen. Du kommst eh nicht mehr hoch. Das wird zeitlich auch überhaupt gar nichts. Hallo? Ich habe nicht laufen gedrückt. Ich habe nichts gedrückt gerade. Wenn ich jetzt hier sterbe, wegen runterfallen, dann werde ich diesen Raum gar nicht machen. Ja, wow. Also, Welt 2 hat bisher die schlechtesten Räume hervorgebracht. Ich weiß, ich stelle mich doof an. Aber ich drücke. Also, ich... Es gibt... Der nimmt Eingaben an, die ich nicht drücke. Ich drücke nichts und er macht was. So, macht überhaupt keinen Sinn. Oh, und jetzt lasst uns den Boss machen. Der tropische Terror. Gibt wieder 4 Sachen. Wenn die Zeit heute ist, schneide ich euch das hinten dran, ne, die 4 Sachen, wie wir den 4-mal kurz machen. Und sonst halt nicht. Auf dem Vorschaubild kann ich mir... Kann ich mir denken, wer der Boss ist? Altbekannter Kirby-Boss sowieso? Ich nehme Feuer. Will jetzt nicht unfair gegen den anderen sein, ich nehme Feuer. Und hoch da. Waddle Dee ist kein Bosskampf. Was ist das denn? Da dachte ich mir, okay. Es ist ein Baum mit Nase. Genau. Bootwedel Tropic Woods. Naja. What? Ach du Mann, was ist das? Gar nichts. Also den ohne Schaden stelle ich mir schwierig vor.
bin gesprungen. Ich weiß nicht, ob man... Nee, man hört es leider auch nicht. Ich weiß, nee, man hört es wirklich nicht, wenn ich, Der wird damageless unmöglich. Nee, man hört's nicht. Aber ich drücke. Springen. Auch dass diese Wand immer genau vor mir auftaucht. Ja, ich war in der Luft, hä? Ich beschwere mich nicht über dieses Spiel. Ich will, dass das nicht eine Rage-Folge wird. Ich will nicht, dass ich alles an diesem Spiel schlecht rede. Ja, es ist dieser Baum, der dann heult. Siege den Boss innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, sehr schön. So, und überhaupt abgeschlossen. So, dann sage ich euch, einer wird damageless sein, einer wird mit einem bestimmten Item sein und das dritte weiß ich nicht. Die Wurzeln? Ja, also... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ach ja. Also. Ich habe hier rechts eine Internetseite, da stehen diese ganzen Sachen drin, weil ich einfach keine Lust habe, da 500 Mal alles zu machen. Also, ich muss die Wurzeln zerstören, ich muss ihn ohne so eine Power besiegen, also nur mit diesen Sternen, innerhalb von 2 Minuten und damageless. Also mache ich den jetzt ganz kurz dreimal und schneid euch das Ganze wunderschön zusammen. Bis gleich! So viel dazu, die neue Welt im Übrigen. Whoops! Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschalten. Das sieht nach Freizeitpark aus. Okay, ich muss nachher dran denken, das richtig zu schneiden. Ja, okay, jetzt aber, bis gleich. Okay, nach 12 Versuchen hatte ich dann keine Lust mehr, den Damage-List zu machen. Keine Ahnung, ist der größte Schmutz der Welt. Also es ist der Wahnsinn, wie viel Betrug steckt. Ihr könnt nicht springen. Also das war nicht vorher irgendwie ein Fehler, dass ich nicht springen konnte, als ich auf Springen gedrückt habe. In diesem Bosskampf gibt es teilweise Passagen, wo ihr nicht springen könnt. Keine Ahnung, woran das liegt. Apropos, weil wir so viele Waddle, die schon befreit haben, haben sich da hinten ein paar Sachen geöffnet. Die schauen wir uns dann irgendwann mal später an. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier rein. Auf jeden Fall, es macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich werde das gar nicht machen. Also vergesst es. Das macht einen so wütend, wenn man nach 1:20 geht die Aufnahme jetzt schon. Wenn ihr nach dieser Zeit immer noch kein Progress habt und immer an derselben Stelle Schaden bekommt, dann macht das halt einfach null Spaß. Ist halt so, ich will mich auch nicht zu sehr beschweren, es ist nur wirklich extremst. Es ist krass. Auf jeden Fall, ich schneide euch jedes Achievement hin, außer halt eben das Damageless. Okay, wir haben auf jeden Fall edle Entdecker bekommen. Das ist doch schon mal schön. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Aufnahme geht, wenn ich fertig bin mit Schneiden. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Nachher ist es so eine 15-Minuten-Folge. Aber wenn es eine 15-Minuten-Folge ist, ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Ich kann die Zeit nicht einschätzen. Weil ich bin jetzt so 1:10. Und ihr habt vermutlich nachher eine Aufnahme, die zwischen 10 und 30 Minuten dauern wird. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich das schneiden kann.
Cool. Bombenkette. Ein neues Bomben-Upgrade. Finde ich gut. Aha, macht so eine Druckwelle. Den Stacheldinger können wir noch upgraden. Das machen wir natürlich. Damit sind wir ein bisschen schneller und haben auch viel, viel mehr Kraft, wenn ich das richtig sehe. Ich überspringe die Szene. Hey! Ob ich das jetzt besser finde, ich weiß es nicht. Okay. Was sagst du uns denn? Guten Tag. Können wir mit dir reden? Danke. Wie geht es dir? Man nennt mich den Waddle, die Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Es enthält sämtliche Fundorte unentdeckter Blaupausen. Außerdem werden darin wie aus Geisterhand Highscores und noch viele Informationen verzeichnet. Nein, danke. Ich hab, Dings. Ich hab hier kein Internet mit der Switch, beziehungsweise hab ich schon, aber ich hab das meistens aus. Ne, jetzt hab ich's an, wenn ich zum Beispiel streame. Ach, schaut mal, wir machen solche Schrauben, die machen auch noch Schaden, so wie es sieht. Okay. Ich würde dann aber an der Stelle sagen, keine Ahnung, wie lange die Folge geht. Falls es eine kurze Folge ist, es tut mir leid. Falls es eine lange Folge ist, tut mir auch leid. Und falls die Folge perfekt ist, dann ist gut. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, checkt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute.